Hallo Stuttgart! Herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung bei diesem großartigen Wetter und dieser unglaublichen Kulisse. Ich begrüße Sie alle hier in Stuttgart. Gleichzeitig wird dieser Flug auch live zur IAA übertragen und auch ins Internet gestreamt. Herzlich willkommen an alle Zuschauer auch von dort. Wir haben heute gemeinsam die Gelegenheit, hier heute den ersten Live-Flug eines Volocopters in der Öffentlichkeit überhaupt zu erleben. Das Ganze findet statt im Rahmen eines Forschungsprojekts, wo es darum geht, die Technologie der Öffentlichkeit vorzustellen und dann auch Rückmeldungen über die Akzeptanz und die Erwartungen, die daran gestellt werden, zurückzuholen. In diesem Zusammenhang führen wir heute entsprechende Umfragen durch. Wir wollen Ihnen heute einen ersten Eindruck der Volocopter-Technologie vermitteln, der Ihnen dann die Fragen beantwortet, wie sieht das eigentlich aus, wenn er fliegt? Wie sicher ist der Volocopter? Wie sollen wir diese Technologie in Zukunft nutzen? Und auch, wie laut ist er denn nun tatsächlich? Ich freue mich unglaublich, hier heute mit Ihnen allen da zu sein und freue mich jetzt gleich auch mit Ihnen, Herr Kretschmann, Herr Kelenius, Herr Strobel, gemeinsam diesen Flug zu erleben. Jetzt will ich uns alle nicht länger auf die Folter spannen, sondern würde sagen, unser Flight-Test-Team, wir sind bereit zum Start. Sicherheitsmaßnahmen. Was machen wir denn jetzt, wenn ich es nicht mehr kann? Was will ich denn hier? So, die Kamera ist da klar. Sky nennt sich wohl die. Gleich kommt der Helium und sagt, um die Ecke gekommen. Er ist einer Drohne sehr ähnlich technologisch, insofern, als dass er einen Flugcomputer beinhaltet, der automatisch die Lage hält, die Höhe regeln kann und auch den Korridor, den er fliegt, einhalten kann. Vor dem Hintergrund muss der Pilot oder auch nur der Passagier nichts weiter tun, als im Grunde sagen, in welche Richtung bzw. zu welchem Punkt er fliegen möchte. Der Volocopter hat jetzt gedreht und fliegt wieder auf uns zu. Sie können alle sehen, er hat 18 Antriebe, ist damit extrem sicher. Wenn einer der Antriebe einmal ausfallen sollte, kann der Rest des Systems das ohne Probleme kompensieren. Er fliegt rein elektrisch und kann also vollkommen nachhaltig betrieben werden. Und im Vergleich zu herkömmlichen Fluggeräten ist er erstaunlich leise. Ich hoffe, Sie können sich alle selbst ein Bild davon machen. In der Zukunft stellen wir uns die Mobilität so vor, dass Sie eine bestimmte Route machen wollen und dann Ihr Handy zücken. Das Handy sagt Ihnen in Abhängigkeit der Verkehrssituation und Ihrer gewünschten Route, was ist die beste Transportmodalität für Ihre gewünschte Route. Und dann kommt der Volocopter und holt Sie ab. Das heißt, wir werden kein Chaos in den Lüften erleben, sondern es wird klare Korridore geben, an denen sich die Lufttaxis orientieren. Und das Lufttaxi wird Sie von A nach B transportieren und dann auf zu seiner nächsten Mission aufbrechen. Das heißt, es ist ein sogenanntes Shared Asset. Das Ganze, wie gesagt, wird über Ihr Handy on demand geordert und läuft vollkommen vernetzt und in Zukunft dann auch autonom ab. Das heißt, in der Einführungsphase werden wir noch einen Piloten an Bord haben. In einigen Jahren werden wir dann gemeinsam mit den Behörden die Technologie auf die Zulassungsvoraussetzungen abgeschlossen haben, werden wir dann vollautonom Dienstleistungen anbieten können.
Helikopter an der Uni, aber... Also er steht jetzt gerade hier direkt über uns. Ich hoffe, alle können ihn auch wunderbar sehen und möglichst wenig hören. Ja. Ja. Das ist schon erstaunlich leise. Oh. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir sowohl an der Technologie als auch daran, die Zulassungsvoraussetzungen abzuschließen und den Volocopter in den nächsten 2 bis 3 Jahren zur Marktreife zu bringen. Gestartet ist das Ganze 2011. Wir sind also mittlerweile schon 8 Jahre dabei, diese Technologie reifen zu lassen, weiterentwickeln zu lassen. Haben schon unglaublich viel erreicht. Brauchen aber noch das letzte Stück des Weges, um jetzt dann auch die Markteinführung vornehmen zu können. Dabei sind wir jetzt endlich an einem Punkt angelangt, wo wir Sie, die Öffentlichkeit, auch daran einbinden können, um Ihre Rückmeldungen, wie wir denn gemeinsam diese Technologie zum Einsatz bringen wollen, umsetzen können. Volocopter landet jetzt wieder, langsam und sanft, an seinem Ausgangspunkt. Klasse. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Interesse, was heute gekommen ist. Ich bedanke mich bei allen, die beteiligt daran waren, diesen Flug hier heute so auch sicher durchzuführen. Das gilt für die Behörden, insbesondere das Regierungspräsidium hier in Stuttgart, die Landesregierung, aber auch alle vom Team bei Daimler und natürlich auch bei uns Volocopter. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag hier in Stuttgart. Genießen Sie Ihren Tag auf der IAA und wir arbeiten weiter hart daran, diese phänomenale Technologie so schnell wie möglich in unserem Alltag zur Verfügung zu stellen. Ganz herzlichen Dank.